Okay. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Christine Bescherer, Prorektorin für Forschung und noch für weitere Gebiete an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Stell dich einfach selbst kurz vor. Also ich bin Prorektorin für Forschung, Nachwuchsförderung und IT-Management an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Ich bin von Haus aus Professorin in Mathematik und ihrer Didaktik und forsche im Bereich Mathematik-Didaktik. Du hast gleich das erste Stichwort gegeben, du forschst im Bereich Mathematikdidaktik, das ist ja relativ speziell. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in die Bildungsforschung. Heute ist eine große Tagung in Berlin zum Thema Bildungsforschung. Was ist eigentlich Bildungsforschung? Also es wird sehr, sehr unterschiedlich gefasst. Ich sehe eigentlich unter Bildungsforschung jegliche Forschung, die sich mit Bildung, also mit Lernen, Lehren, auch aber mit so Grundlagen, was ist Bildung, was ist Nichtbildung und so weiter befasst. Also einfach in dem ganzen Kontext des lebenslangen Lernens und so weiter. Also das ist alles, gehört zur Bildungsforschung in dem weiteren Sinne. So andere Kennzeichen sind, dass es eben sowohl qualitative wie quantitative Methoden gibt und so weiter. Aber es ist, es gibt da verschiedene Richtungen, Strömungen innerhalb der Bildungsforschung. Aber so in meinem Verständnis ist es eben alles, was sich mit Bildung in diesem ganz weiten Begriff Bildung befasst. Gibt es da momentan denn Strömungen, die besonders stark sind innerhalb der Bildungsforschung? Also es gibt zum einen die Kompetenzforschung, wo es darum geht, überhaupt mal Kompetenzen zu definieren, Kompetenzen erfassbar zu machen, Kompetenzen zu messen. Die allerdings, also da gibt es große Projekte, Projektstränge, die allerdings durch den Eindruck schon entweder etwas von anderen Strömungen gerade verdrängt wird. Dann gibt es eben die empirische Bildungsforschung, wo man versucht mit sehr großen Stichproben, also mit sehr großen Fallzahlen, 30 Klassen, in denen irgendwas ausprobiert wird, rauszufinden, also statistisch sauber rauszufinden, welche Unterrichtsmethoden besser sind, geeigneter sind, für welche Schülerinnen und Schüler und so weiter. Und es gibt aber dann auch im Prinzip diese parallelen Bewegungen, wo man eher mit einem in kleineren Bereichen arbeitet, wo man wirklich schaut, was passiert denn genau beim Lernen von, wenn Kinder sich die Welt aneignen, wenn Kinder im Kindergarten mit Bauklötzchen arbeiten, was passiert da eigentlich für ein mathematisches Lernen zum Beispiel, neben allen anderen Dingen, aber da schaue ich ganz genau auf einzelne Kinder und kann da dann versuchen, das auf eine größere Population irgendwie mal zu übertragen. Also es geht wirklich von Kleinstkindern bis, wenn man weiter will, Untersuchungen, wie kann man jetzt Senioren irgendwelche Dinge besonders gut beibringen oder so. Also alles riesen Bandbreite. Also eine riesen Bandbreite in der Bildungsforschung von ganz kleinen Menschen und jungen Menschen bis ganz alten Menschen, von kleinen Stichproben bis zu einer Person bis hin zu riesigen Stichproben. Also eine ganz große breite Vielfalt. Was kann denn Bildungsforschung deiner Meinung nach leisten und was nicht? Also Bildungsforschung ermöglicht uns, wie gesagt, je nachdem zum Rahmen, ich kann dann was zum Schulsystem sagen, ich kann was zu einem einzelnen Schüler sagen, ich kann was zu einem bestimmten Material sagen, vielleicht zu einem bestimmten Schulbuch was sagen oder solche Dinge. Aber mir einfach Gedanken zu machen, was funktioniert nicht, Parameter zu finden, wo was besser funktioniert, weniger funktioniert. Und da ich dadurch einen Hintergrund habe, eine Theorie mir aufbauen kann, in der ich dann Entscheidungen treffen kann. Weil wenn ich zum Beispiel nicht mal weiß, dass es wichtig ist, zum Beispiel mit viel Handlung zu arbeiten bei Kindern in der Grundschule, wenn sie sich mathematische Konzepte aneignen, dann komme ich ja auch gar nicht auf die Idee, das so zu machen. Also ich muss im Prinzip Theorien entwickeln, die dann überprüfen, Ideen entwickeln, überprüfen, funktionieren die nicht, im Kleinen und im Großen. Also sowas kann ich dann sagen. Ich kann sagen, bei vielleicht 50% der Schüler oder bei 60% der Schüler funktioniert diese Methode relativ gut. Was die Bildungsforschung sicher nicht kann, ist, dass das Patentrezept zu bieten, also wenn wir jetzt lang genug geforscht haben, haben wir alles so genau untersucht, dass wir genau wissen, wie funktioniert Bildung, wie kommt Wissen in den Kopf eines Kindes, eines Erwachsenen und so weiter. Das wird nie funktionieren, dazu sind wir Menschen, also das ist wie andere Forschung in dem Bereich, also man kann nicht die Gefühle erforschen von Menschen oder so und damit die allgemeingültige Aussagen machen.
Okay, also die Erkenntnisse sind immer vom konkreten Kontext abhängig und von den Zielen, die man intendiert letztlich. Ja, und eben immer nur in der Fragestellung. Also was ich ja gar nicht frage, kann ich ja auch nicht erforschen sozusagen. Also welche Ideen ich gar nicht komme oder noch nicht komme. Wenn man sich jetzt so die Geschichte sich anschaut, merkt man manchmal, oh, wenn die das damals schon überlegt hätten oder gehabt hätten, irgendwelche Instrumente, also technische Instrumente oder sowas, dann hätten sie da vielleicht ganz andere Ideen entwickelt. Also, okay. Wie bei jeder Forschung bin ich nur so weit, wie ich gerade bin. Also das kann ich nicht so gut sehen. Okay, das heißt, man ist immer auf einem aktuellen Stand und man muss in die Zukunft blicken. Das wollen wir jetzt am Schluss auch noch kurz. In welche Richtung müsste sich deiner Meinung nach Bildungsforschung entwickeln? Also im Prinzip müsste sie aufpassen, dass vor lauter Großströmungen, wie jetzt zum Beispiel immer noch diese, also die ganze Kompetenzforschung oder so, nicht die anderen Bereiche auch vergessen werden. Also diese Offenheit zu bewahren, wirklich von der Detailuntersuchung bis zum Großen, das alles zu machen. Und dass da sozusagen nicht nur dann für bestimmte Strömungen Geld gibt, sondern diese Möglichkeiten einfach bestehen, in dieser ganzen Breite zu forschen. Und dann auch wieder allerdings eine andere Richtung, ist nicht eine Forschungsrichtung, aber einfach die Kooperation und dieses Verbinden dieser Ergebnisse, die es gibt. Also dass ich eben, obwohl ich jetzt eine große Untersuchung mache, vielleicht auch Informationen im Kleinen finden kann und so weiter. Oder die zumindest dann versuchen kann, anzudocken oder zusammenzubringen und nicht nur so, die eine Richtung mache ich und alles andere ist schlecht oder alles andere ist dann nichts wert oder wie auch immer, sondern dass da eine Zusammenarbeit besteht, weil eigentlich wollen ja alle im Bereich Bildungsforschung ja, dass die Bildung besser wird. Ja, vielen herzlichen Dank, das war ein schönes Schlusswort und ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Interview. Das ist ja gern geschehen.